Guten Morgen, einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich euch. Bei uns scheint die Sonne. Wir haben jetzt schon so um die 22 Grad und es soll sich noch heute bis 26 Grad erwärmen. Wie schön ist das? Jawohl, heute Morgen schon auf der Terrasse. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ja. So, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe meinen Laden Kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Ja, was hat es gegeben? Was wird es geben? Ich kann euch als erstes mal ein bisschen erzählen, wie meine Pfingsttage oder das Pfingstwochenende war. Ich hoffe, ihr hattet ein richtig schönes. Ja, wir sind ja am Samstag nach Duisburg gefahren, zu Kiel geholt. Es war wieder wie jedes Wollfest, war es wieder wunderbar. Ganz furchtbar nette Leute gesehen, kennengelernt, nette Gespräche gehabt, wie jedes Mal. Es fing ja schon auf dem Parkplatz an, also als wir gekommen sind und wir sind dann ausgestiegen und schon mal in Richtung des Gebäudes gegangen. Da rief schon jemand ganz laut nach mir. Und als ich mich umdrehte, waren es Angela und Andrea. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet noch einen ganz, ganz tollen Tag. Im Schlepptau eines Reporters der WAZ. Und wir haben uns wirklich noch nett schon auf dem Parkplatz nett unterhalten und dann anschließend in der Schlange, wo wir gestanden haben, auch. Und haben noch ein nettes Foto machen können mit dem Herrn und von der Presse. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Als wir dann endlich, muss man sagen, die Schlange war ja wirklich richtig lang. Als wir dann endlich drin waren, dann wartete die liebe Wilma auf mich. Und die etwas weiter vorne in der Schicht, ich wusste gar nicht, dass sie kommt. Alle haben es gewusst, alle wussten auch, haben auch schon gesehen, was ich bekomme, haben aber alle den Mund gehalten. Keiner hat es mir verraten. Sie hatte mir auch noch vorher einen schönen Tag in Duisburg gewünscht. Und hat mir nicht verraten, dass sie auch da ist. Und am Eingang, hinter der Eingang, wartete sie dann auf mich. Und hatte, das muss ich euch zeigen, diese Tasche in der Hand. Und da drin war ein Geschenk. Leute, ich kann euch sagen, da kann man nichts zu sagen, man muss es einfach nur zeigen. Anders geht es gar nicht. Es geht gar nicht anders. Ich kriege das gar nicht hier drauf. Jetzt guckt mal. Ihr seht mich zwar nicht, aber oh Leute, ist das nicht schön? Ich habe mich gefreut. Ihr glaubt es nicht. Also es ist wirklich, oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist zwar 26 Grad, aber völlig egal, es ist so, so schön. Wilma, vielen lieben Dank. Also wirklich, ich habe mich so gefreut. Also wirklich, dann ging es weiter. Also mehr wie bedanken kann ich mich nicht. Ich drück dich nochmal und ich freue mich auf August, wenn du kommst zu unserem Sommerfest. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Ich freue mich. Ich bin richtig glücklich. Das ist so ein schönes Tuch. Es ist angelehnt an die, was hat sie gesagt? Ein Tag am Strand. Warte mal, sie hatte doch hier. Moment mal. Sie hatte mir hier einen Zettel dran getan, damit ich das auch. Ach so, das Tuch ist angelehnt an eine Anleitung, die heißt Bin am Strand. Ja, es ist also wirklich,
ist einfach nur so schön, wirklich, es ist so schön. Ich könnte es jetzt sofort, aber wir haben ja noch keinen Winter, ne? Aber ist das nicht toll? Es ist so klasse. Die Farben, diese Unterwasserwelt, ne? Guck mal. Dann die Muscheln und die Möwen, die. Ja. Also, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Ja, liebe Wilma, ich bin begeistert. Ja, mehr ich kann gar nichts mehr sagen. Ne? So, ich sehe dich jetzt erstmal hier hin. Ja, das war dann am Anfang. Also, dann sind wir. Ja, dann sind wir halt rein und dann habe ich mir an allererster Stelle, das war mein erster Kauf, den ich getätigt habe da, das war noch, als wir da alle gestanden haben, da habe ich mir, warte, wo habe ich es? Jetzt sag nicht, dass ich das natürlich zu Hause vergessen habe, ne? Ja, ist klar. Das habe ich natürlich vergessen. Ja, ist ja, ne? Ist ja ganz logisch. Habe ich mir eine Anleitung, die zeige ich euch aber noch, dann später. Habe ich mir eine Anleitung gekauft. Oh, wie hieß sie denn nochmal? Gleich am Anfang rechts stand. Die hat auch das Buch maßgeschneidert. Das hat sie rausgebracht. Ist auch wurscht. Ich werde es euch zeigen, sobald ich an. Es ist auch wieder ein schöner Rundpass oder Raglan. Das weiß ich jetzt. Aber auf jeden Fall, sie hatte das Modell da hängen. Es war wirklich wunderschön. Und dann sind wir weiter zu dem Stand, wo ich eigentlich, weswegen ich eigentlich überhaupt dahin gefahren bin, weil mir einige Farben fehlte von der Webetante. Auch ganz tolles Gespräch, ganz nette Leute. Bisher habe ich ja immer nur per Online bestellt, aber nie kennengelernt, also auch wirklich ganz, ganz zauberhafte Menschen. Dann habe ich getroffen Birgit und Markus von Mabibu. Ganz, ja, die waren auch da. Wen habe ich denn noch? Also es waren ganz viele. Ich komme dann nach und nach drauf. Also, und dann habe ich mir zum Ausprobieren bei der Webetante natürlich Farben gekauft, aber die brauche ich euch ja nicht zeigen. Ne? Also das ist, wenn ich färbe. Dann habe ich aber, sie hat ja auch Rohwolle. Und mir fehlen so ein paar Qualitäten, wo ich noch nicht ganz so mit einverstanden war. Unter anderem ein Pimacotten-Baumwollgarn. Und die vertreiben das. Und dann habe ich mir eins mitgenommen, um das mal auszuprobieren. Das werde ich jetzt schön färben und mal gucken, wie das wird. Da freue ich mich schon drauf. Werde ich jetzt gleich sofort machen. Ich möchte, warte ich schon das ganze Wochenende drauf. Und sie hatten noch kleine, die werde ich auch ausprobieren. Da schwebt mir schon wieder was vor. Also das sind zwei Sachen, die ich mir bei der Webetante mitgenommen habe, um die auszuprobieren, ob das was für mich ist. Ich werde jetzt so nach und nach, das wisst ihr ja, ich werde, sobald ich dann später zu Hause bin, werde ich ja nur noch färben. Und da suche ich mir jetzt schon mal so richtig schöne Qualitäten. Hab schon einiges, was ich gefunden habe. Aber es kann ja immer noch mehr sein, ne? So, und dann habe ich wirklich gezielt, weil meine Güte, man kann ja nicht auf jedem Wollfest sich damit tütenweise. Also das nächste ist schon wieder im Juli und dann im August. Und meine Güte nochmal, ne? Irgendwann muss man es auch mal verstricken. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, also jetzt hast du es wirklich wahr gemacht und ich habe wirklich nur Farben gekauft. Diese beiden Stränge Rohwolle. Dann war ich bei Danielas Farbtopf, wo ich diese schönen Stränge, dieses Set mir in Leipzig gekauft habe. Und liebe Daniela, vielen lieben Dank nochmal dafür, dass du in deine Gefilde getaucht bist und hast mir die kleine Nadel rausgesucht, die ich noch brauchte.
Vielen lieben Dank dafür. Ja. Naja, und dann habe ich mir wirklich nur Erinnerungsstränge. Naja, bei Daniela habe ich dann halt die Nadeln noch mitgenommen. Die habe ich jetzt schon in Gebrauch und die habe ich jetzt auch nicht mit. Und dann habe ich mir Erinnerungsstränge geholt. Und ich nehme ja immer die Kärtchen mit dabei, damit ihr auch wisst, wo ich es weg habe. Und dieser hier hat es mir sofort angetan. Der ging mir so auf Sommer, ja, Spätsommer. Und zwar von der Westerwälder Wollschmiede. Habe ich mir diesen hier jetzt. Jetzt kriege ich gleich erstmal Kundschaft. Was macht ja nichts, ne? Guck hier, von der Westerweller Wollschmiede, die kennt auch, ich glaube, die kennt jeder oder fast jeder. Da habe ich mir den einen Strang mitgenommen. Auch ganz liebes Gespräch, ganz liebe Leute. Also wirklich, man kann nichts sagen. So, und dann muss ich mal eben gucken, dass ich jetzt erstmal kurze Pause mache, ja? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wo war ich jetzt? Ach so, den einen Erinnerungsstrang habe ich mir von der Westerwälder Wollschmiede gegönnt. Und dann, ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach irgendwelchen was Besonderes oder so. Und ich habe bei Bohaigan habe ich ein Lace gefunden, was von den Farben her natürlich wieder mir, ne? Es ist, ach so, das wollte ich ja noch sagen, bei der Westerwälder Wollschmiede ist es Merino extra fein und Seide. 600 Meter, ne? War es hier. Und dann habe ich halt dieses hier mir geholt. Es ist ein Lace-Garn. 50% Baby-Suri-Alpaka, 30 Schurwoll Merino extra fein und 20 Seide mit 1200 Metern. Und wisst ihr, was ich davon machen möchte? Deswegen war ich auf der Suche nach einer langen Lauflänge. Davon möchte ich mir das Tuch von Babette Ulmer machen, die Schnecke. Weil, ach, ich habe gedacht, ich mit diesem Mohair habe ich das irgendwie, weiß ich nicht, das gefällt mir einfach nicht mit dem Mohair. Und ich habe immer gesucht und gesucht und dann habe ich gedacht, 1200 Meter, das ist genau perfekt. Und die Farben fand ich auch toll. Ich hatte erst eine andere Farbe in der Hand, aber da war nicht so viel Meter drauf. Und dann hätte ich wieder, nee, ich wollte gerne was ganz Dünnes. Und ich habe von Strick mit Kick habe ich in dieser Farbe, in dieser hier, habe ich auch noch ein 1000 Meter. Oder sind das auch 1200? Ich weiß es nicht. Aber so ein glattes Garn, was mir immer wieder runterflutscht. Wisst ihr, ihr müsst ja bei der Schnecke, müsst ihr ja erstmal mit einem Nadelspiel anfangen, damit ihr überhaupt dieses kleine Gefummelchen hier fertig kriegt. Das ist ja für mich immer, oh, bis man das dann fertig hat. Und das flutschte mir da. Ach, da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Nein, du darfst nicht so ein glattes haben. Du musst erstmal. Und jetzt habe ich mir gedacht, warte mal. Und ich soll ganz groß werden. Ich möchte eine ganz große Schnecke haben. Jetzt bin ich mal am gucken, ob ich das jetzt tatsächlich einfädig mache oder ob ich das mit dem von Anne kombiniere. Das ist von Anne, was ich habe, ist reine Seide. Das hatte ich mir auf dem Silberstädter, genau. Und da, ach, ja, verdammt. Und dann habe ich es mir echt immer wieder und immer wieder vorgenommen. Aber jetzt, ich glaube, das sieht gut aus damit. Ja, auf jeden Fall habe ich das bekommen. Ja, naja, da brauche ich euch auch nichts weiter zu beigern. Von Elke brauche ich euch nicht sagen. Das kennt jeder. Ne, auch das Kärtchen dabei. Und sie hat ja, ne, das kennt jeder, da brauche ich nichts zu sagen. Da weiß jeder, wer gemeint ist. Ja, so. Das war alles. Ja, die Farben noch. Eine Tüte Farben.
Ja, und das war's eigentlich, was ich mir also auf diesem Wollfest gegönnt habe. Tja, ich bin also diesmal wirklich genügsam gewesen. Ich war natürlich auch erschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich gehe da gerne hin, ich gucke mir gerne alles an. Ich habe auch keine Fotos gemacht, weil ich bin dann so, weiß ich auch nicht, ich gehe das dann wie mit Scheuklappen quasi durch. Und ich habe viele nicht gesehen, also so bewusst jetzt, ne? Also an die Atelier Lucien, wo ich ja auch die. Glaubst du denn etwa, ich hätte diesen Stand gesehen? Nein, also. Ja, naja, ist auch wurscht. Es war sehr schön. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele liebe, nette Leute da kennengelernt. Und ich freue mich immer, wenn mich einer erkennt und wenn einer mit mir spricht. Ich freue mich immer. Ich finde das immer ganz toll. Ja, also ich möchte mich bei euch allen nochmal ganz herzlich bedanken für den schönen Tag. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier die Menschen, die Verkäufer da und es ist, wie es ist. Ich habe viele, also auch, so gesehen, die ich jetzt schon von anderen Wollfesten kenne. Aber die meisten, so wie Elke zum Beispiel, die war jetzt im Gespräch. Da geht man natürlich nicht hin und unterbricht da Gespräche oder was. Sonst hätte ich auch mal Hallo gesagt. Aber ja, die Daniela hatte gerade mal kurz Zeit. Und das ist ja auch für die Leute, die da verkaufen, ist das natürlich diese Menschenmassen und die müssen für jeden da sein. Das ist doch ganz klar, ne? Ja, so, was habe ich denn dann noch? Also das waren meine Schätze, mein Geschenk und meine Schätze. Ja, dann habe ich gestrickt und ich wollte stricken. Ich wollte stricken, stricken, stricken. Und was habe ich gemacht? Ach Leute, ja, Samstag, wie gesagt, wir fahren los, ja. Ich habe mein Strickzeug auf dem Tisch liegen lassen. Ich wollte meinen Wild Roses mitnehmen. Weil da bin ich ja beim Körper, brauche gar nicht mehr viel, vergessen. Ergo, den ganzen Tag nicht gestrickt. Abends nach Hause, ja, dann habe ich so ein bisschen, ich war natürlich auch ein bisschen erschöpft und kaputt und bin auch schnell auf der Couch eingeschlafen, muss ich gestehen. Habe aber so ein paar Reihen geschafft. So. Dann Sonntag haben wir wirklich mal richtig lange geschlafen und haben schön gefrühstückt und ich glaube mit allem drum und dran länger schlafen, lange gefrühstückt, unterhalten, Fernsehen geguckt und und. Da war es schon Mittag, ja, und dann sind wir dann kurz nach Mittag sind wir dann zu meinen Eltern gefahren, wie jeden zweiten Sonntag. Ja, und dann waren wir bei meinen Eltern und ja, dann habe ich auch abends nur wieder ein bisschen Zeit gehabt. Ja, und den ersten, also Pfingstmontag, auch wieder ein bisschen weit länger ausgeschlafen. Dann nach dem Mittagessen zu unserem Sohn gefahren, ins neue Haus. Ja, abends haben die und meine Tochter und Schwiegersohn zum Grillen eingeladen. Dann haben wir da gesessen. Und mein Strickzeug. Das darf dazu, dass ich ja an den Feiertagen jetzt so viel stricken wollte, dass ich alles fertig habe. Nix ist fertig. Nix. Ich kann euch meine Fortschritte zeigen. Das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich noch ein neues Buch, ein Rezensionsexemplar aus dem Stiebner Verlag, das euch bestimmt den einen oder anderen sehr interessieren wird. Glaube ich ganz bestimmt. So, also, ich mit meinem Wild Roses. Guck. Also, es wird immer mehr. Wie ihr seht, bin ich jetzt wirklich schon. Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht gerade die Schlankste. Ja. Und brauche also vom Körper her ein bisschen mehr Länge.
Also habe ich mir gesagt, ich werde dieses ganze Knäuel aufstricken und dann muss ich noch die Kante dran machen. Und dann habe ich diesen Pullover bis auf die Ärmel, aber die Ärmel sind nicht mehr, also das ist nicht viel, was daran kommt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er nächste Woche, spätestens übernächste Woche fertig ist. Es sieht ganz danach aus, dass ich nächste Woche Dienstag kein Video machen werde. Ich habe Termin und ich glaube, dass ich in der Woche, weil wir dann auch noch unsere lange Stricknacht haben, Mittwoch und Donnerstag, der Feiertag ist, da hatten wir auch irgendwas. Ich muss alles auf meinen Kalender gucken. Und ich glaube, ich habe wirklich, also ich habe nächste Woche einfach, werde keine Zeit finden dafür. Ihr werdet eine Woche auf mich verzichten müssen. Ja, sorry, ne? Manchmal ist das so. Oh, ich freue mich auf den Tag, wo ich ihn endlich anziehen kann. Das Schätzelein. Und oh, mal gucken, wenn ich das jetzt so ein bisschen wegschiebe. Ach, wenn ich ihn anhabe, dann stelle ich mich hin. Ja, es ist, ne? Es ist was dran gekommen. Ich wäre mit Sicherheit, wenn ich jetzt hätte das nicht vergessen. Auf der Fahrt, wir sind gefahren nach Duisburg 1,5 Stunden. Und was ich nicht verstanden habe, wir fahren und fahren, ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe das gewesen ist. Auf jeden Fall sagt mein Mann, hier ist 100. Paar Meter weiter 80, paar Meter weiter 60, paar Meter weiter 40, okay, Autobahn 40, alles klar, oh, bestimmt Baustelle. Autos standen auch und Warnblink und dies und jenes und dann ging das immer weiter und dann gucke ich so, das sage ich, das sag mal, ist das eine Ampel, die da hinten ist? Ich sage, wir sind doch auf der Autobahn. Ich sage, oder sind wir runtergefahren? Nee, sagt mein Mann, hä? Ampel? Ja, das ist da wohl so üblich. Also, das haben wir dann auf mehreren Autobahnen. Wir sind ja hinterher noch nach Dortmund zum Essen, nach Hohensieburg, zum amerikanischen Restaurant gefahren. Und auf der Autobahn war das auch so. Also, die haben dann so 5, 6 Ampelanlagen hintereinander. Und dann haben die auf der rechten Seite, haben die so Häuschen, da sitzen dann irgendwelche Leute, ich würde mal sagen Autobahnangestellte, die mit ihren gelben Jacken oder orangen Jacken, so sah mir das jetzt aus. Und dann haben die da noch so eine Plattform und mein Mann sagt, ich glaube, die ziehen da Leute, LKWs oder PKWs raus, um vielleicht das zu wiegen oder keine Ahnung. Wir haben es nicht ganz verstanden. Ich empfand das als sehr gefährlich. Als wir Anger, also da waren Menschen, es gibt ja Menschen, die halten sich einfach nicht an der Geschwindigkeitsbegrenzung. Haben wir auch wieder festgestellt. Also wenn da 100 steht, manchen interessiert das nicht. Und da habe ich nur gedacht, Donnerwetter, und dann stehst du hier vor einer Ampel auf der Autobahn und von hinten interessiert sich da keiner für, dass es 180, 60, 40 ist. Oh, nachher war ich ganz froh, dass ein LKW hinter uns stand. Habe ich gedacht, der hält das auf. Ich fand das äußerst befremdlich, sagen wir mal so. Aber egal, also man muss alles mal gesehen haben. Also ich hatte sowas noch nie gesehen. Ja, dann waren wir halt, wie gesagt, in Hohensieburg und haben da in dem amerikanischen, was heißt, wie heißt er? Roadstop heißt das, glaube ich. Oh, ich liebe diesen Laden, ne? Jedes Mal, wenn wir Richtung Dortmund oder so unterwegs sind, fahren wir in das Geschäft zum Essen. Es ist wirklich, kann ich nur empfehlen, wenn man da ist, in der Nähe Dortmund, Hohensieburg. Also geht mal essen im Roadstop. Es ist wirklich richtig angenehm, es ist lecker. Ja, so, das war das Erste, woran ich weiter gestrickt habe.
Dann habe ich natürlich mein Gartensweater, also mein eigen, wie ich das so. Wollen wir mal gerade gucken hier. Den nenne ich ja so. Den habe ich auch weitergemacht. Da ist allerdings, wenn man sich das anguckt, ich hatte letztes Mal die Ärmel abgetrennt und dann hier, ups, dieses Stück ist dran gekommen. Also mehr ist da noch nicht dran passiert. Das habe ich dann abends, gestern Abend auf der Terrasse beim Grillen. Da habe ich da ein bisschen dran gestrickt. Ja, ne? Ja. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja jetzt hier die fünf. Das sind 425 Meter, 5 mal 20 Gramm. Und wenn ich mir die, würde ich gerne, also jetzt nicht wieder den gleichen, aber vielleicht einen Block. Also jede Farbe oder ich weiß noch nicht, ich muss mir das mal überlegen. Da werde ich wahrscheinlich auch noch einen mitmachen. Oder ich werde die abstufen, dass man das schön fäden kann. Mal gucken. Ich werde mal sehen. Ja, also das ist der Gartenswill. Also mein Gartenpulli wird das. Mein Sommergartenpulli. So rum. Ist er richtig. Ne? Also, ja. Und finde ich auch. Aber irgendwie bin ich jetzt dabei, am meisten stricke ich am White Roses, weil ich möchte den so schnell wie möglich jetzt fertig haben. Weil dieser hier, der ist zwar schön, aber der ist jetzt nicht ganz so sommerlich. Den kann man auch bei Wetter tragen. Muss ich auch so. Ich denke, hä? Wie? Klima und Wetter? Was redet der da? Hatte ich auch noch nicht gehört. Also. Wo war das denn? Beim Wetterbericht? Ich gucke so viel Geöle, ich weiß es auch nicht mehr. Es kann auch sein, dass das Satire ist. Also da will ich jetzt nicht von, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Also ich glaube eher, dass das Satire ist, weil, echt. Und wie war das nochmal? Ab 25 Grad ist Klima und bis 25 Grad und auch Regen ist Wetter. Wo war das denn? Das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Das muss irgendwo. Also, ich habe das jetzt als Satire aufgefasst. Ich weiß es nicht mehr. Also, es war jedenfalls nicht im öffentlich-rechtlichen oder in Privat. War das. Ich glaube, das war Satire. Ich glaube, das war hier Phoenix Welt, NTV, so Nachrichten, die ich gucke. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe das auch als Satire aufgefasst. Weil was soll das? Wetter ist Wetter. Ne? Entweder es scheint die Sonne, es regnet, es ist Nebel, Hagel, Schnee. Alles ist schönes Wetter oder Shitwetter. Es wird immer besser. Ich muss echt lachen. Ja, ne? So, dann habe ich auch noch hier, ich vergesse immer den Namen, ich sage immer Carmen-Shirt dazu. Dieses Hobby-Ding da, wie heißt es nochmal? Ach, ich fasse es nicht. Also, so eine Anleitung, das war auch für mich das letzte Mal, weil das ist eine Katastrophe. Diese Anleitung ist. Hier haben wir sie, dieses hier. Caterpillar Sommertop. Also bei mir heißt das einfach Carmen-Shirt. Wegen dem Ausschnitt, den ich aber von Carmen zu Monika mache. Weil das gefällt mir nicht. Habe ich euch ja schon mehrmals gesagt, dass mir das überhaupt nicht gefällt. Diese Carmen. Ding, Bums, da, hier ist der Ärmel und hier ist jetzt dieser Carmen-Ausschnitt. So, und dann liegt das hier so, auch weil hier ja schon die Ärmel sind. So,
Also so liegt das dann. So, ist mir viel zu weit, rutscht mir dann auch über die Schultern, das mag ich nicht. Ergo werde ich hier wieder Maschen aufnehmen, wenn ich den Pulli fertig habe. Nehme ich hier Maschen auf und mache dann in Weiß ein Bündchen dran. Also, da habe ich auch jetzt einige Reihen dran gestrickt. Die Zunahmen sind jetzt alle erledigt. Ich brauche jetzt hier auch nur noch den Körper stricken. Ich glaube, 25 cm waren vorgegeben am Körper, also ab Achsel. Und ich werde bestimmt 30 wenigstens machen. Und dann noch dann kommt ja noch einmal hier dieses Muster unten dran in Weiß. Und dann bei den Ärmeln, glaube ich, auch noch mal 2, 3, 4, 5, 6 Reihen. Und dann war es das. Und in Weiß werde ich dann hier oben noch ein Bündchen dran machen. Und dann wollen wir mal gucken, was daraus geworden ist. Dann ist es nicht mehr das Original, was es eigentlich ist. Aber schauen wir mal, ne? Also die Wolle ist ja aus der Schweiz habe ich mir die mitgebracht. Das war das Gründel, ja. Genau, von Wolle Peter. Und das andere, das Weiß, ist das Zuckerrohr von Lana Gatto. Ja, da hatte ich noch 2, 3 Knäuel von. Und da habe ich gedacht, das arbeitest du hier drin ein. Dann klappt das schon. Ja. So. Ja. Ich sage ja immer so ein bisschen. Und dann gibt es ja auch Momente, wo man dann keine Lust mehr hat, ne? Weder auf Pullover X noch auf Pullover XY. Ich kein Bock mehr auf Pullover. Dann machst du halt noch was anderes. Und da kommen wir jetzt gleich zu. Oh, nicht nach hinten wegfallen. Aber erst einmal werde ich euch, wenn ich jetzt dieses Ding nicht mitgebracht habe, dann bin ich aber etwas konsterniert. Ich habe alles mit. Oh. Ja, so. Aber ich werde euch jetzt erstmal das Buch vorstellen, bevor ich euch zwei Sachen habe ich neu angeschlagen. Ich bin zwar noch nicht ultra weit damit, aber ich musste mal was anderes. Und ich habe gedacht, boah, komm, das sind zwei Sachen, die du schnell erledigen könntest. Die schlägst du jetzt mal an. Das zeige ich euch gleich. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran hier. So. Celine Philipp, natürlich färben. Von der Farbe bis zum Fixierer. Handfärben ohne Chemie. Aus dem Stiebner Verlag. Das hat man mir jetzt zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, viel kann ich euch da nicht raus zeigen. Es stehen auch keine Strickanleitungen drin. Sondern es ist wirklich ein Buch, was das Färben mit Pflanzenfarben, was also für mich persönlich jetzt nicht in Frage kommt, ja, weil ich komme ganz gut mit denen. Aber ich denke mir mal, wenn du jetzt zu Hause gerne mal ausprobieren möchtest, wie man färbt, schöne Farben macht. Ist es bestimmt, wenn man keine extra Küche hat oder einen Keller oder irgendwas, sondern das bei sich zu Hause machen möchte, nicht ganz so gefährlich wie mit Säurefarben. Bei mir ist irgendwie hier das schwankt hier mit dem Strom. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir eher Stromausfall oder so, dass das immer wieder, aber jetzt scheint es sich wieder stabilisiert zu haben. Ist das bestimmt eine gute Alternative, das mal auszuprobieren. Und ich glaube, es macht auch für den Hausgebrauch bestimmt viel Spaß.
Nichtsdestotrotz werde ich es auch mal ausprobieren. Also das werde ich auch mal ausprobieren. Und zwar möchte ich ja mal so Färben im Glas, ne? Einfach dahinstellen und mal gucken, was daraus wird. So, dann haben wir hier eine Einleitung. Hier, guck, siehst du, sie hat schon ihre Kräuter gesammelt. Und dann gibt es also den ersten Teil vor Beginn, die Grundlagen. Also hier wird beschrieben, alles, was du dafür benötigst, was du und wie du das Buch ist wirklich schön, zum Färben geeignete Fasern. Ja, ich zeige euch nur mal so die Bilder. So, dann kann ich jetzt nicht zeigen. Dann kommen die Pflanzen, mit denen du färben kannst. Dann sind ein paar Bilder also ein paar Fotos abgebildet. Also wirklich, was du alles nehmen kannst zum Färben. Stehen noch ganz viel. Und wo du diese Pflanzen findest, dann halt kommt ein Kapitel über Wasser, über Leitungswasser, Regenwasser, Wassersparen. Dann hier die Grundausstattung, was du alles brauchst zum Färben, also zum Pflanzenfärben, Material der Töpfe, Größe der Töpfe, sonstiges Zubehör. Ja. Also es ist wirklich ein schönes Buch, was man sich immer wieder hervornehmen kann, wenn man was nachlesen. Vorbereitung des Färbegutes, also zum Beispiel wiegen, waschen und Seide und Pflanzenfasern und. Also es ist wirklich interessant. Es ist ein Buch zum Lesen. Das Beizen mit Pflanzen kommt jetzt. Zum Beispiel verschiedene Pflanzen, die man dafür nehmen kann. Ja. Und dann das Beizbad, also was du brauchst, was du die Rezepte dafür. Ne, stehen hier alle drin. So, gerbstoffreiche Pflanzen. Was haben wir noch? Blätter oder Rinde, je nachdem, was du nimmst. Und alles ist schön abgebildet, also ist wirklich. Mal gucken, das ist dann Bananenschalen, Beizbad für Bananenschalen. Dann kommt jetzt der nächste, das Färben. Also die Methoden zur Farbstoff, also wie du das machst, das Färben, wie du die Nachbearbeitung oder wenn du etwas überfärben möchtest. Das steht hier alles schön drin. Das Abtönen, das Waschen. Es ist wirklich, also es hat mich. Ich meine, jetzt habe ich den, weiß ich nicht, 26 oder 27 Euro kostet das Buch. Ein ganz besonderes Verfahren, Färben mit Indigo. Zieh dir bloß Handschuhe an, sonst hast du nachher blaue Fingernägel. Alles schon gehabt. Ansetzen einer Indigo, diese Umwandlung von Indigo in wasserlöslichen Farbstoff steht hier drin. Das benötigte Material, das Rezept. Alles ist dabei. Tipps zur Pflege. Und dann auf Farbsuche gehen, Rezepte und Inspiration ist der nächste Teil. Da ist jetzt erstmal so im Blumengarten die Zierpflanzen. Die kommen an erster Stelle. Also zum Beispiel das gelbe Schmuckkörbchen.
Aber was du damit und wie du die dann behandelst, dass du damit färben kannst, das steht hier alles drin. Dann steht genau drin, wie du was, die Rezepte dazu. Es muss ja passen, ne? Also zum Beispiel das Auskochen, wie du das machst, das Färben, wie du das machst. So, und dann sieht es dann nachher gestrickt so aus. Ist toll, ne? Ja, also da sind jetzt, also es sind furchtbar viele Rezepte jetzt drin. Verschiedene Pflanzen, verschiedene Dings. Also da kannst du dann genau gucken. Da kann ich jetzt nicht jede Pflanze nennen, ne? Und dann kannst du in der nächsten Abteilung in der Küche Gemüse pflanzen. Also das war ja jetzt erst einmal die Ziergarten und dann, was du aus Gemüsepflanzen färben kannst, steht hier also auch drin. Dann am Wegesrand die wilden Pflanzen kommen dann auch noch. Da kannst du dann auch noch sammeln. Die stehen dann auch hier drin. Guck mal, hier ist es nicht schön gestrickt. Ja. So. Die Wildpflanzen sind das. Hier ist auch noch mal ein Foto. So, im Schatten von Wald und Gehölzen, Bäume und Sträucher ist das nächste. Kannst du also auch mit färben, mit Bäumen und Sträuchern. Das Laub verschiedener Bäume zum Beispiel. Zum Beispiel. Guck. Ne? Tolle Sachen, wirklich. Und du brauchst ja nicht nur Wolle, du kannst auch Stoff färben damit, ne? So, und ich glaube, das war's. Die Rezepte stehen da alle drin. Hier haben wir noch mal das Glossar. Und ein Dankeschön. Und wir haben 176 Seiten in einem Softcover. Also schlagt mich. Also 26 oder 27. Also ich muss noch mal nachgucken. Kostet das Buch. Es ist aber auch wert. Es stehen alle Rezepte drin. Also alles, was du finden kannst in der Natur, was du verwenden kannst zum Färben und wie du das dann verwendest und wie du es machst und alles. Das steht alles hier drin und das ist wirklich eine Bereicherung, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch für mich als Handfärber muss ich sagen, kann man es, also ich würde es jetzt halt nicht ins Programm nehmen, aber für mich persönlich, für zu Hause, finde ich es gut. Ich mache es aus dem Grund nicht, weil ich habe schon mal mit Pflanzen gefärbt zu Anfang und ich muss sagen, bei mir hält die Farbe nicht so. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht, man weiß es nicht. Ich vertraue beim Verkauf, wenn ich hier im Laden bin, vertraue ich dann doch auf die Säurefarben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann ein bisschen Angst, dass ich nachher zu hören kriege, oh, das ist so schnell ausgewaschen oder zu schnell von der Sonne ausgebleicht. Ich weiß es nicht. Für mich persönlich würde ich es sofort nehmen. Also freue mich auch über dieses Rezensionsexemplar. Und ich werde mal meinen Garten durchstöbern, ne? Wollen wir mal schauen, ob wir da noch was finden, was wir da verwenden können. Ja, so, dann habe ich mich dran begeben, gestern Abend. Und ihr wisst ja, ich habe ja immer gesagt, ich möchte mal das Elsetuch. Und zwar habe ich mich jetzt wirklich, weil ich finde ja diese Stickereien jetzt neuerdings. Da hat mich ja die liebe Sharon von Fadenflüster Kleinigkeitenliebe. Also ich glaube, ihr Account heißt Kleinigkeitenliebe, wenn mich das nicht ganz und sie selber aber Fadengeflüster. Aber ihr wisst es bestimmt. Also sie ist ja Designerin, hat sie gesagt, aber ich glaube, mehr so Kinder habe ich so mehr rausgehört für Kinder. Aber ganz, ganz tolle Sachen macht sie. Und sie hatte auf die eine Kinderstrickjacke, hatte sie so schöne Blumen gestickt. Ich fand das so hübsch.
Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwo hast du das doch schon mal gesehen. Dann habe ich so meine Anleitung durch und das Elstuch, das hatte ich ja bei Iris gesehen. Und dann habe ich gedacht, warte mal, das willst du unbedingt mal machen. Du nimmst einfach das Elsetuch. Da sind doch diese Blumen drauf. Und die Anleitung auch dafür. Ich meine, sticken kann ich ja, habe ich ja jahrelang gemacht. Und ja, dann habe ich mir das Elsetuch rausgekramt. Das ist eine kostenfreie Anleitung bei Ravalli. Revalli, Ravalli. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann habe ich gekramt in meinem Schätzen und habe noch dieses cremefarbene Garn gefunden. Habe mir die Anleitung durchgelesen und die ist ja so, also du musst ja, du, das kannst du so vom Fernseher weg. Nur die Spitze nachher, die wird wohl etwas Konzentration brauchen. Aber ich denke mal, das geht hier schnell vonstatten. Es ist immer das Gleiche. Also es ist wirklich eine, guck, und da bin ich gestern Abend mit angefangen und habe mir gedacht, komm, mach. Da brauchst du nicht viel bei nachdenken. Das kannst du so vom Fernseher noch machen. Und ja. Ja. Also, das ist etwas Neues, was jetzt noch so, ne? Das Elsetuch. Da. Weil ich habe ja noch nicht genug auf der. La Nein, ich habe ja nicht genug. Ich habe ja noch so viel zu Hause, aber das mir irgendwo ist mir das jetzt egal. Mir ist auch heute Morgen das Lampignon-Tuch in die Hand gefallen. Und dann habe ich es auf den Stapel gelegt, wo ich, also im Wohnzimmer habe ich es jetzt gelegt, auf mein kleines Wägelchen, damit es nicht wieder irgendwo verschütt geht und ich es vergesse. Ja, so, und dann könnt ihr euch bestimmt erinnern an meine Lucky Lady Stulpen von Nina Pomerenke. Da habe ich ja nicht nur die, diese hier mit den schönen Marienkäfer, sondern da habe ich auch noch Bienen, eine Anleitung mit Bienen und ein Set mit Halloween-Stulpen. Und ich habe mir gedacht, komm, du fängst schon mal an. Ich bin ja so, oh, ich bin doch diese Sockenstrickerei. Also ich bin wirklich, ja, ich glaube, ich werde es dieses Jahr noch durchziehen. Die, die ich noch mache, die werde ich zu Ende stricken und ich glaube, dann werde ich es irgendwo aufgeben. Ich habe einfach keine Lust dazu. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist mir, nein, es ist Strafe für mich. Naja, und dann habe ich gedacht, komm, du tust du den anderen was Gutes. Ne? Fängst schon mal an und machst mal Handstulpen für den Winter. So, also. Da bin ich dann auch mit, ich habe ja hiervon, hatte ich mir ja mitgenommen schon. Und ich war ja auch schon einmal angefangen. Nur da hat mir das mit der Nadelstärke nicht gepasst. Und ich hatte noch nicht diese kleinen, ich war noch nicht auf diese Nadeln gekommen. Und es ist einfach schöner und die Übergänge sind einfach besser, wenn du das nicht mit einem Nadelspiel machst, sondern mit dieser kleinen Rundstricknadel. Da ist jetzt auch noch nicht viel, also ich bin mit dem Muster gerade mal so angefangen hier. Das Bündchen ist fertig und hier habe ich jetzt gerade so die Anfänge von dem Grün. Hier, ne? Da bin ich jetzt gerade so. Und das werde ich. Das werde ich jetzt auch mal. Das finde ich wirklich sehr hübsch. Ja, und dann habe ich gedacht, das ist auch wieder was Kleines. Also zusammen mit meinen Lavendelsocken, ja, werde ich die. Ja, die Lavendelsocken sind auch stiefmütterlich behandelt worden in letzter Zeit. Aber es muss ja immer wieder was. Es ist. Ja. Also werde ich die auch machen. Also Stiefmütterchensocken und diese Handschuhe. Das wird demnächst alles nach vorne rücken, in Anbetracht, wenn die Pullover fertig sind. Ne? Ja.
Obwohl ich dann ja schon den neuen Pullover schon wieder, habe ich ja schon wieder die Anleitung da liegen. Ja, so, dann haben wir jetzt noch ein einziges Teil, sehe ich jetzt gerade hier, wo ich auch noch dran gestrickt habe. Und zwar immer dann, wenn ich mir, wir gucken wieder Serie und wir haben uns entschieden, wenn wir mal ein bisschen lachen wollen, haben wir uns diesmal für die Nanny entschieden. Also ich habe die Nanny, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie oft ich schon geguckt habe. Ich kann immer wieder, kann ich über diese Serie lachen. Und wenn die läuft, dann stricke ich am Otterndorfer Hafentuch. Also, wir sind jetzt bei dem Grau angelangt, Grau-Grün. Das ist jetzt so weit. Also, es wird immer weiter. Ja. Das ist halt auch ein Tuch, was man so nebenbei. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal geguckt, wie viel Leuchtis ich denn jetzt habe. Es sind 6 Stück. Also, ohne die habe ich zu Hause jetzt noch 6 Leuchtis. Also jedes Mal ist ganz egal, wenn der eine Leuchti fertig ist, wird mit dem nächsten Leuchti begonnen. Ganz egal, was dabei rauskommt, der wird immer nebenbei laufen. Fertig. Jipp. Ja, das waren eigentlich alle Sachen, die ich jetzt diese Woche in der Hand hatte, wo ich ein bisschen dran gestrickt habe, wenn mir die Zeit dafür bleibt. Und ich weiß ganz genau, dass es also nächste Woche, wie gesagt, Dienstag habe ich eh einen Termin. Und ich werde weder Montag die Zeit finden, noch Wochenende, noch, nee, es ist einfach nicht möglich und deswegen werden wir eine Woche aussetzen. So ist es, ne? Können wir nicht ändern. Aber vielleicht habe ich ja dann ein bisschen mehr zu zeigen, wenn ich dazu komme, heißt es, ne? Tja, es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir müssen es immer so nehmen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen heute. Ein bisschen habe ich denn noch irgendwas zu erzählen. Was ist denn neben uns ist? Oh, mein Sohn hat ein Hummelhotel. Gestern sagt mein Mann, komm mal, hast du schon gesehen? Also bei meinem Sohn ist sowieso, der hat unheimlich viel Garten und alles so. Die Vorbesitzer des Hauses, sie waren so, die haben das alles so ein bisschen so auf Natur und es ist wirklich richtig schön da. Und vor allen Dingen ist es nicht so verbaut. Also wenn man da, man guckt in die Weite auf die, also herrlich, ist einfach nur herrlich. Und wenn man an der Garage rumgeht, was eigentlich gar nicht als Garage benutzt wird, sagen wir mal so, da hängt um die Ecke rum, hängt ein Kasten. Ja, und das sind ganz viele, das sind Hummelkasten. Ein Hummelhotel, sagt mein Sohn, heißt das. Und es schwirrte und es war, und ich mag Hummeln. Hummeln sind ja so schillig, ne? Und so, die tun keinem was, die dröseln so in der Gegend rum. Und ja, ich hatte ja auch schon meine Hummel, die die ganze Zeit immer bei mir war. Und immer so auf meiner Hand oder auf meinen Klamotten rumlief, der ich dann immer, wo es, ich weiß nicht, wo war das denn? Vor 2 Jahren, meine ich, ne? Im Sommer. Und dann habe ich immer so ein kleines Schälchen gehabt und so eine von der Wasserflasche, den Verschluss, den habe ich mit Wasser. Und dann hat sie dann da gesessen und hat gesoffen. Und so, die fertig. Und ich möchte jetzt auch ein Hummelhotel. Mein Mann sagt, ich baue dir jetzt ein Hummelhotel. Weil unsere Eichhörnchen sind ja ausgezogen. Wir sind ganz traurig. Ja, weil unser Nachbar, unser neuer Nachbar, hat komplett seinen Garten abgeholzt. Also es standen einige Tannen dort drin und es waren einige Büsche, Sträucher und Bäume und
Es war ein sehr, sehr schöner Garten und mit einer Wildwiese und mit, also es war wirklich, die Kaninchen saßen da drin. Es schwirrte von Hummeln und Bienen und alles. Und der hat alles weggemacht. Ratzekalles, es ist alles weg. Der Garten ist, weiß ich nicht. Alles. Ich verstehe es auch nicht, aber ist auch egal. Geht mich auch nichts an. Und jetzt haben wir uns ja gesagt, wir machen das jetzt zu bei uns. Wir, hatte ich ja schon mal erzählt, wir pflanzen Thuja zu dem Garten hin, weil das ja alles offen ist. Und damals, als der Vorbesitzer noch lebte, da war das völlig normal. Wir haben uns auch gegenseitig besucht und so. Und ja, und jetzt möchten wir alles nur dicht haben und möchten gar nicht, ja. Und diese Eichhörnchen, die haben halt in diesen Bäumen, Büschen und Sträuchern und das alles haben die immer Schutz gefunden. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen das bei uns mal ein bisschen mehr. Wir haben zwar den großen Haselnussbaum und Walnussbaum und Kirschenbaum und einen Apfelbaum, aber es ist nicht so ein Versteck, wie bei ihm das war. Also ja. Wie, es ist jetzt schon so weit, dass die Vögel bei uns am Gartenhaus haben wir so eine Pflanze, die nach oben wächst, so in so grün-gelb, also so richtig schön dicht, quasi an der Veranda vom Gartenhaus. Und das ist ja ziemlich niedrig. Also wenn ich zum Gartenhaus gehe und links ist dann dieser Busch, da nisten dann kleine Vögel drin. Dass ich dann immer sage, um Gottes Willen, hoffentlich kriegt der Felix das nicht mit. Hummel schnallt das ja nicht mehr. Aber Hauptsache, der Felix kriegt das nicht mit, weil das ein Hups auf diese Ablage, die da so rund auf der Reling von Umrandung von dem Häuschen, dann ist der da drauf. Also, aber er hat es noch nicht spitz. Und wir beachten das auch gar nicht, damit er da gar nicht auf die Idee kommt, dass da irgendwas sein könnte. Und jetzt ist es so, wir haben also an der Terrasse eine Zypresse, damit wir so ein bisschen geschützt sind dahin. Und die haben wir schon 4 oder 5 Jahre da stehen. Die ist auch schon ziemlich hoch. Und da nisten Tauben jetzt drin. Also dann denke ich immer, guck mal, auch die Vögel kommen sonst nicht so nah irgendwie so mit ihren. Ja, weil sie nichts mehr finden. Irgendwo müssen sie ja bleiben, ne? Die ganzen Igelchen, die da überwintert haben und diese. Es ist alles so, weiß ich nicht, ich finde das so traurig. Naja, auf jeden Fall sind unsere Eichhörnchen erstmal ausgezogen. Wir wollen mal gucken. Gestern haben wir gedacht, ach guck mal, jetzt sind sie zu meinem Sohn gezogen, aber der Weg ist zu weit. Müssen sie in Lippinghausen über den Berg nachschweichen. Weil er hat sie jetzt im Garten, die Eichhörnchen. Und naja, auf jeden Fall, vielleicht kommen sie auch noch mal wieder. Also unser Hasi kommt, der ist immer. Und auch der Specht ist. Also wenigstens der Specht ist da, der geht noch und holt sich die Nüsse aus dem Häuschen und knackt die dann. Und Hasi ist auch noch da, der holt sich auch immer. Ja, so, wie bin ich da drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Na, jetzt sind wir am Überlegen, was machen wir? Wir müssen jetzt auf der Terrasse. Ich habe schon überlegt, ein Laufstall geht nicht. Weil durch die Gitterstäbe kommt es durch. Ein Reisebett, wie sie blöd sieht das denn aus? Dann dreht die nachher am Rad, weil sie ja nichts richtig sehen kann, durch dieses, wenn das zu doll ist. Ja, jetzt waren wir am Überlegen, wie machen wir das? Weil das Hummelchen möchte ja auch nach draußen bei dem schönen Wetter. Aber da sie ja behindert ist, möchte ich sie nicht mehr frei laufen lassen. Weil ich glaube, sie könnte sich gar nicht wehren, wenn die dann, weil sie es aus Gewohnheit rüber zum Nachbarn laufen würde und die würde da verscheucht werden mit, was die da so. So schnell ist sie nicht. Die würde dann mit Sicherheit was abkriegen. Oder sie würde zur Straße gehen, was sie auch früher gemacht hat, und die Straße überqueren und zum anderen Nachbarn.
wenn da ein Auto kommt, das schafft die nicht. Die ist nicht so. Deswegen möchte ich das nicht. Ich möchte sie nicht in Gefahr bringen. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen. Jetzt sagt mein Mann und auch meine Tochter, lass uns ein Geschirr kaufen, dass sie dann eine lange Leine. Und ich glaube, das ist das, was wir bestimmen. Ich glaube, das ist die richtige Lösung. Sie wird das wahrscheinlich auch wieder genervt hinnehmen, aber sie ist dann ja auch nur mit uns. Also wenn wir draußen auf die Terrasse gehen, dann darf sie auch nach draußen. Und dann könnte man eigentlich durch den ganzen Garten so eine Leine ziehen und dann so eine andere Geschirr und so eine Hundeleine halt, die dann so mitläuft, hatte ich mir gedacht. Und dass sie sich im Garten dann frei bewegen kann. Ja, und natürlich ist das eine gefährliche Sache. Das kann man nur machen, wenn man da selber bei ist. Weil ich kenne sie ja, ne? Nachher versucht sie sich dann da am Baum hochzuhangeln oder was dann. Obwohl sie sich ja, ne, hinten das Heck ja nicht mehr macht, die Dinge, wo man wirklich sagen kann, packe ich mich an den Kopf, wie kriegt die das hin? Ja. Naja, aber ich glaube, es wird auf so ein Geschirr drauf losgehen, dass wir das machen. Weil ich kann das nicht haben. Wir sitzen draußen auf der Terrasse und dann sitzt sie vor der Scheibe und guckt immer. Oh, das bricht mir das Herz, das kann ich nicht haben. Nee, das geht nicht. Also da muss ich jetzt morgen Nachmittag wollen mein Mann und ich los und noch ein paar Blumen und Pflanzen kaufen. Und ich glaube, dann werden wir auch im Fressnapf vorbeifahren und so ein Geschirr holen. Damit sie wieder, ja, muss sie sich dann halt dran gewöhnen. Besser als wie vor der Scheibe zu sitzen, ne? Und hinterher zu jammern. Ja, so. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es geht euch allen gut. Ich bedanke mich für die netten Kommentare. Fragen habe ich weiß noch nicht, ob ich alles beantwortet habe oder ob ich überhaupt schon, keine Ahnung, muss ich mal gucken. Werde ich noch machen. Und ja, ich würde mal sagen, ihr bleibt mir alle schön gesund. Ne? Ihr strickt was Schönes. Ihr genießt die Sonne und das schöne Wetter. Vielleicht kriegen wir ja mal wieder so einen richtig schönen Sommer. Ich würde mich freuen. Es muss nicht gleich 30 Grad. Also jetzt so habe ich geguckt, bis Ende der Woche oder war das bis Ende nächster Woche? Naja, man kann das ja eigentlich gar nicht so weit vorhersagen. Aber da haben sie alle so um die 22 bis 24 Grad. Finde ich, reicht völlig aus. Für mich jedenfalls. Finde ich gut. Ist nicht zu warm, ist nicht zu kalt. Alles wunderbar. Schauen wir mal. Jetzt kommt die EPD. Jetzt sag nicht. Jetzt sag nicht, dass die mir, seit einer Woche haben die mir das Paket nicht geschickt. Es kann aber auch für meinen Nachbarn sein. Sie sind nicht in der Lage, das habe ich ja schon mal gesagt, sie sind nicht in der Lage, mir in 8 Stunden Öffnungszeit ein Paket zu liefern. Und ich habe es drauf ankommen lassen. Sie haben es jetzt, ich habe mal einmal, weil sie es Mittwoch liefern wollten, habe ich es auf Donnerstag bestellt. Und dann schrieben sie mich an, sie hätten mich wieder nicht angetroffen. Nee, ist klar. Sie haben es immer noch nicht geschnallt, wann hier geöffnet ist. 8 Stunden lang. Und haben mir dann geschrieben, dass wenn ich mich nicht melde, das Paket wieder zurückgeht. Und dann habe ich mir gedacht, ihr könnt mich mal, schickt es doch zurück. Mal gucken, was Schachenmeier sagt, wenn das Paket wiederkommt. Dann werden die sich ja irgendwie melden. Und dann werde ich zu Schachenmeier auch sagen, ja, ihr lieben Leute, wenn die es nicht schaffen, in 8 Stunden mich zu beliefern, dann kommt es halt wieder zurück. Ihr könnt es ja nochmal versuchen. Also, versucht es so lange, bis es ankommt. Es ist mir egal geworden. Und ich habe mir auch geschworen, jetzt so in den letzten 1,5 Jahren, die ich hier verbringen werde in diesem Geschäft, werde ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr bei irgendwer, wer mit DPD beliefert, mache ich nicht mehr. Kaufe ich halt woanders, wenn überhaupt. Ja, ne? So ist das. Nee, ich scheint rübergegangen zu sein nach Brömelhörster. Denn der fährt jetzt wieder eingestiegen. Nee, die kriegen es nicht gebacken.
Nee, die kriegen es nicht gebacken. Die kriegen es nicht gebacken. Aber hier, ach, jetzt fährt er hier bei mir aufs Grundstück und fährt. Nee, er dreht nur. Ich habe gedacht, er fährt jetzt hier beim Schaufenster wieder auf die Straße. Eigentlich war ich beim Verabschieden, ne? Ja, tja. Aber dann kommt immer wieder irgendetwas, was neu dabei. Er guckte auch so. Und dann habe ich auch gedacht, ja, Junge, ne? Es ist wirklich, ne? Ja, was soll's. So, ne? Wir können auch ohne das Paket leben. Ja. So. Ich würde sagen, ihr macht euch alles schön, alles schick. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und dann kann ich euch ganz viel erzählen von den Tagen, was hier passiert ist, von unserer langen Stricknacht, die wir noch haben am Mittwoch. Dann, also jetzt nicht diesen, sondern nächsten Mittwoch, haben wir lange Stricknacht. Und ja, freue ich mich auch schon drauf. Das wird auch wieder ganz nett. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was da alles so kommt. Ich wünsche euch viel Gesundheit, viel Glück. Ja, bis in 14 Tagen. Tschüss.